So. So. Genau, alles klar. Oh! Kommen wir erstmal gleich zu einer fetten Stadt. Saven. Oh, wir haben coolen Bewohnern. Der. Nein, der Pilz! Zack! So, guck mal, da ist eine geheime Röhre versteckt. Okay, aber erstmal. So, hallo! Hallo, Fremder. Woher kommst du denn? Vielleicht hört sich das blöd an, aber bist du nicht der legendäre Held? Du bist es, Poe. Glück gehabt. Ich habe hier drei Tipps für dich. Aber der Chat will mir immer schon Tipps geben. Bist du in einer brenzlichen Situation? Dreh dich. Zweitens, bemerkst du etwas Auffälliges? Dreh dich. Drittens, steht dir der Sinn nach Erkundung? Dreh dich. Das sind aber tolle Tipps, ne? Hätte ich im Chat nach so eine Tipps gefragt, hätten die alle gleich die Lösung gesagt. So, das waren sie. Jetzt weißt du Bescheid. Dankeschön. Dankeschön. Wir sind ja schönen Tag. Guck mal, Powerblock. Geil, sind alle scharf jetzt auch noch. Hallöchen, Tübi. Na? Wie geht's dir stets? Willkommen in meinem Laden im Steinaltstadt. Zum ersten Mal hier. Oh je. Du solltest wissen, dass wir ein Ladepunktsystem anbieten. Du kannst durch Einkäufe Ladenpunkte erhalten. Pro Einkauf maximal ein Ladenpunkt. Sammle genug und du erhältst ein Geschenk. Kostenlos. Top, oder? Was für eine alte Masche. Kostenlos, schon klar. Wenn du wissen möchtest, wie viele Ladenpunkte du hast, dann frag mich einfach. Alles verstanden oder möchtest du das Ganze nochmal hören? Alles verstanden, Sir. Wie kann ich dir helfen? Ist genau wie früher. Okay, Kofen. Triff deine Wahl, ich habe nur beste Qualität. Alter, der richtig viel. Der viel mehr, als da liegt. Hartpanzer. Verteidigung oder was? Halbiert für kurze Zeit den genommenen Schaden. Stärketrank. Wirksamer Trank, der den Angriff kurz verdoppelt. Oh, ein Lebenspilz. Geil. Langzeitmix. Ein Pilz hat der KP in einer bestimmten Zeitraum heilt. Powerblock. Schüttelt Gegner am Boden und an der Decke durch. Okay, gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Erstmal nicht. Am Anfang findet man sowas relativ schnell, wenn man es braucht. So, na gut. Nix hier drinne. Und eine komische halbe Tür. So, ich hab, da war eine Röhre, ne? Aber erstmal kurz. Da muss ich erstmal gucken. Hast du das von der Dimensionstechnik des Helden gehört? Er wechselt auf Wunsch in eine andere Dimension und entdeckt geheime Dinge. Diese Blöcke neben mir sehen vielleicht normal aus, aber der Held würde hinter ihm vielleicht eine versteckte Röhre finden. Bei Münzen funktioniert es ähnlich. Bei einer Münze werden plötzlich viele. Wenn du den Helden siehst, dann erinnere ihn besser nochmal daran. Das macht der Chat schon, danke. So, wow, für Spoiler, ey. Du hast ja eine geile Frisur wie alle anderen. Vor tausenden von Jahren lebte hier eine hochentwickelte Zivilisation. Wir nennen sie den Clan der Ältesten. Sie haben auch diese Stadt erschaffen. Der Bürgermeister sagt, dass sie geheime Räume und Tunnels gebaut haben. Sieh dich also genau um. Man weiß nie, wo sich ein geheimer Ort verbirgt. Vielleicht etwa hier bei dir! Nö. Aber was ist denn für ein Haus? Hat einfach was zum Essen? Die Schürzen. Vielleicht mal. Na gut. Ich bin gerade mad. Ich will mal kurz gucken, was Tippi dazu sagt. Ich komme bloß nicht in den Zoom-Modus rein. Weiß aber nicht warum. Wartet mal. So, hier haben wir das Haus. Okay. Nee, zu den Bewohnern will ich nichts wissen. Okay, Miss Wood. So, mal ganz kurz reinlugen. So, was hat sie gesagt? Aus einer Münze werden viele, ne? Jetzt sagt los. Yeah! Ah, das ist ja auch geil. Ich glaube, die hätte ich denn. Hätte ich nur die eine Reihe eingesammelt, hätte ich, glaube ich, die anderen Münzen mir verbaut, ne? Ist schon geil. Voll cool. Bin gespannt, was die da sich noch ausdenken mit, ey. Sind sie noch woanders hin? Nö! Okay. Wie Mario jedes Mal zerstückelt wird, ey, wenn er in so eine Röhre reingeht. So, hallo. Bist du ein Reisender? Falls ja, hast du auch genügend KP-Items dabei? Du kannst bei Bedarf solche Items im Laden von Viges, von VG, Alter, hier in der Stadt kaufen. Falls deine Taschen voll sind, kann er auch Items für dich lagern. Was, Taschen sind voll? Oh, hier sind Betten, oder was? Sind das Betten? Das ist was Geheimes! Man hat man sogar da durchgesehen. Okay.
Das ist schon wieder. Ja, wie kommst du nicht vorbei? Doch. Bist du dumm, ey. Verarscht. Oh, er hat uns ausgetrickst. Tja. Hier ist ein Stern. Okay, wartet mal, da muss bestimmt hier Tippi mal helfen. Hoppala. Warte mal, wenn ich mal hier den Cursor richtig finde. Ja, der kann nicht wahr sein. So. Warte, entschuldige, ich musste mal kurz mal den. Ich habe eigentlich die Wii-Sensorbar so hingestellt, dass ich das eigentlich immer gut erwischen kann. Aber irgendwie klappt es gerade nicht. Hallo. Sensorbar. Hä, wieso? Wieso denn da? So, egal. Zack. Eine versteckte Tür. Die soll uns voranbringen. Aber wirklich voranbringen? Nicht, dass ich auf dem richtigen Weg schon bin. Oh. Was zum Unheil, die Tür! Jetzt sind wir eingeschlossen. Endlich frei! Alter, Moment mal. Wenn ich befreit wurde, kann dies nur der legendäre Halt gewesen sein. Ich hatte ja Bedenken, als ich vor 1500 Jahren in diese Truhe gestopft wurde. Aber meine Ängste waren wohl unbegründet. Der Held ist erschienen. Bist du ein Pixel? Ja, aber natürlich. Ich bin ein Pixel und mein Name ist Wofowitz. Wofowitz. Bist du auch ein Pixel? Du kommst mir nicht wirklich bekannt vor. Bist du ein neueres Modell? Ich ist nicht wichtig. Details langweilen mich. Wichtiger ist, dass ich Ewigkeiten darauf gewartet habe, den Helden zu helfen. Und glorreicher Tag, da bist du endlich. Nimm mich mit auf deine Reise. Du musst einfach. Du wirst? Ja, hervorragend. Yeah, Leute. Das sind die Partymitglieder in dem Spiel. Das weiß ich auch noch. Das Pixel Wofowitz hat sich dir angeschlossen. Verwende ihn, um Objekte aufzunehmen und dann zu werfen. Das kannst du sogar während eines Sprungs tun. Geil. Mit mir an deiner Seite kannst du Objekte mit großem Elan greifen. Drücke einfach 1, um meine Fähigkeit zu verwenden. Also, wow. Was diese 1 ist, fragst du? Wir sind echt durchziehen, ne? Mach dir keine Sorgen. Jemand hat sich schon etwas dabei gedacht. Merke dir nur, dass ich Objekte und Gegner greifen und werfen kann. Greife mit 1 zu und drücke 1 erneut, um den Gegner oder das Objekt zu werfen. Nimm dir ruhig Zeit, um dich mit dieser Fähigkeit vertraut zu machen. Du wirst die Fähigkeit benötigen, um aus diesem Raum zu gelangen. Auf die Plätze fertig, los! Geil, es fliegt ja uns auch so hinterher, ist voll cool. Lass mal gucken. Nichts. Okay, Leute, war das hier quasi so gewollt. Da jetzt irgendwo nach oben. Oder auch nicht. So. Bei der Kiste dachte ich, es kommt wieder ein Fluch. Ja, das war ein anderes Mario. Aber ja. Bitte, Wofowitz. Oh, ich bin der Block Mario. Glorreicher Tag! Ich stehe dir jederzeit zur Seite und zur Verfügung auf uns nächste Abenteuer. Yay, jetzt habe ich hier bestimmt so eine. Oh, Pixel. Wofowitz. Oh, ich bin gespannt, wie viel es davon gibt. Ja, ob so wie partnermäßig wie bei den anderen Paper Mario Teilen so 7 oder sowas oder 6 vielleicht nur. Bin gespannt. Okay. Voll cool, dass er uns hinterherfliegt, dass wir so jetzt zu dritt unterwegs sind. Schön. Ach, warte mal. Kann er. Oh. Alter, er versucht's wenigstens, aber okay, das geht nicht. Ho! So. Raus hier. Mal weiter gucken. So, okay. Hallo. Achso, nee, da hab ich schon gequatscht, genau. Da muss die Karte. Da oben! Okay, da muss ich irgendwie rauf. Nur wie, ja, geil. Poptor. Was? Was ist denn ein Poptor? Egal, du hier! Oh. Na, hast du schon gehört? Es gibt die Idee, unsere Stadt in Heroenstadt umzubenennen.
Und das aufgrund einer Legende, nach der die Helden nach der Rettung der Welt hier erscheinen werden. Die Helden werden kommen, unglaublich wahr! Vielleicht sollten wir sicherheitshalber ein Schild aufstellen. Brücke geschlossen. Gruber, Brückenwärter. Oh nein, das lass mich raten. Der ist jetzt grün oder was? Und da ist der Abschnitt fertig, okay. Da ist jetzt so ein Typ in grün drin, oder? Okay, hat der irgendwelche Secrets? Nee. Doch, der hat ein Secret hinter seinem... Da hinter seinem Bett! Ruba und Gruba-Karte! Man kriegt die von den Personen? Scheiße! Ja, absolut! Hallo Ichi, Gruba. Hallo Häuptling, rotes Hemd. Ich soll die Brücke runterlassen? Ah, geht leider nicht. Ohne Spezialerlaubnis von ganz oben wird das nix. Ich gehe sicher nicht in den Knast wegen dir. Hol die Erlaubnis von Onkel Pass auf. Viel Glück dabei, der alte Knabe ist ein harter Brocken. Was, Onkel Pass auf? Leute, wer ist denn jetzt Onkel Pass auf? Ist der wohl hinter versteckt oder was? Nö. Wie viel diese Leute ja nicht mitkriegen von der Welt, ja? Ach, hier war ich doch gar nicht drin, ne? Ah, du siehst aus wie ein Onkel. Das Bild. Wie manche denn einfach doch Möbel aus 3D-Sachen haben. Die verarscht doch hier alle nur. Jo, so. Na Mann, wer ist da? Ich bin der Weise hier, also pass auf. Was willst du überhaupt? Und trampel nicht auf dem Teppich rum, Mann. Wir hatten gehofft, die Stadt passieren zu können. Ah, von hier ab kommt nur noch Wüste. Da gibt es zwar einen Schatz, aber mit dem Sand, den ihr im Getriebe habt, gibt es für euch nichts zu holen. Deshalb wurde diese Stadt gebaut, um den Schatz vor Leuten wie euch zu schützen. Sie sehen doch total nett aus. Oder nicht? Ihr könnt also nicht passieren. Verstanden. Seht ihr den kleinen Mann in meiner Hand? Den kleinen Mann in deiner Hand? Wisst ihr, was er sagt? Pass auf! Also, gebt auf! Ja! Hä? Was, du bist der wahre Held? Schwachsinn! Wärst du das wirklich, hättest du einen Pixel in der Form einer Hand? Hättest du es, würde ich dir vielleicht glauben. Ich sehe aber keins. Pass auf! Was? Du hast es? Natürlich hast du es! War doch klar! Deshalb bist du auch der Held! Ich sag Gruber Bescheid. Er wird alles in die Wege leiten. Zuckt er erstmal sein Handy. Hallo? Gruber, ich bin es. Pass auf! Ja, ich hab pass auf gesagt. Pass auf! Pass auf, Mann! Nicht pass auf, Mann! Dieser Held will über die Brücke. Ja, ich hab ihn vom Schutt erzählt. Ja, ja, aber es bleibt unter uns, ja? Lass den Bärtigen ruhig durch. Geh von meinem Teppich. Sprich mit Gruber an der Stadtgrenze. Pass auf! Dann kann ich jetzt wohl in Rente gehen. Meine Arbeit ist ja jetzt getan. Halte in der Wüste deine Augen nach Ruinen auf. Der Schatz ist dort. Allerdings auch diverse Monster. Pass also auf! Alles klar, okay, pass auf und nehmen Sie bitte mal Ihre Medikamente ein. Sie sind wieder ein bisschen sehr sauer. Ich finde das Spiel gut. Das ist geil, ne, Blacky? Flop, flop. Oh, ich bin echt gespannt, was für Überraschungen das Spiel noch hat. Wie die Gags oder so, oder was für unerwartete Sachen passieren. Was? Onkel Passauf hat mich angerufen. Du bist also dieser Held, nicht wahr? Weiter so. Ich lasse die Brücke auf der Stelle für dich runter. Keine Frage, ob grün die männlichste Farbe ist? Nee? Na gut. Denn nicht. Auf einmal voll die moderne Brücke. Alles klar. Na, geht doch. So, darf ich etwas fragen? Grün oder rot? Welche Farbe ist besser? Weil ich will nicht, dass er mich wieder rauskickt. Der kickt mich doch wieder raus. Wenn ich sage beide, dann hasst er mich doch. Ich sag mal grün. Grün natürlich. Ey, du trägst rot. Diese Lüge durchschaue ich. Ich kann... Scheiße! Oh nein! Das Spiel hat mich voll verarscht! Ich bin normal hin. Genau, normal hin jetzt.
jetzt unfassbar unwiderrufbares Secret versaut. So, was machst du noch hier? Gleite dich doch bitte selbst hinaus, ja? Ein Held? Na und? Deshalb soll ich deine kitschigen Klamotten ertragen? Warte, jetzt ist er mad. Jetzt haben wir es versaut mit ihm. Gruber und ich werden keine Freunde mehr. Hier kann man, glaube ich, nur falsch antworten. Na echt? Stimmt, wenn ich sage rot, ist er bestimmt auch voll sauer. Okay, egal. So, über die moderne Brücke und dann sind wir hier am Ende. Von wieder einem Abschnitt. Okay, das hat doch... Aber ich finde das echt cool. Zack! Also, coole Aufmachung. Ich weiß bloß nicht, wie viele Unterkapitel es gibt. Mal schauen. Ende des Kapitels! Ja! So, jetzt kommt der 1-3. Ne? Vielleicht ist es so auf klassische angesiedelt, dass es immer nur ein... Dass es immer nur bis 1-4 gibt oder so. Wobei 1-4 immer der Boss war. Bei Super Mario Bros. Ne? Mal schauen. So. Unserem Helden Mario entfuhr ein heftiges Niesen. Ein einziges winziges Sandkorn hatte unseren Helden die Nase gekitzelt. Kurze Zeit später war die Herkunft des Sandkorns zu sehen. Die Uraltwüste. Was für eine wichtige Information, ne? Entlang der endlosen, von Hitze erfüllten Weite setzten unsere Helden die Reise fort. Da 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 da. Kapitel 1-3. Die uralten Sande. Okay. Das ist ja krass. Hat Passauf nicht von Ruinen gesprochen, die hier irgendwo sein sollen? Oh je! Yeah. Das reine Herz kann nicht mehr weit sein. Lass uns keine Zeit verlieren. Oh je! Yeah. Die Uraltwüste. Und ich drehe natürlich erstmal wieder komplett durch. Boah, voll breit. Oder ist die Breite nicht immer gleich? Ich glaube ja, ne? Na, einfach. Oh, man kann auch Kombos machen. Yeah! Alter, Level up! Angriff ist um einen gestiegen. Richtig cool, Mann. Wow! Der schießt ja. Alter, voll tot. Eine Tempoblume. Sie erhöht für eine Weile deine Geschwindigkeit. Zudem verdreifachen sich während dieser Verwendung die Punkte und Münzen, die du durch das Besiegen von Gegnern ergatterst. Oh! Was zur Hölle? Guck mal, eine rote Palme. Voll auffällig. Renn um dein Leben! Es ist ein Zombie-Pilz! Ich muss doch erstmal die komische Tempoblume verdauen. Ein Zombie-Pilz. Scheiße, da war ein Stein. Leute, was ist hier los? Oh. Leute, warum hier so viel auf einmal? Alter, wie ich schon 4 Damage mache bei den Viechern. Okay, die rote Palme wird irgendwas bewirken. Deswegen geht der erstmal auch nicht drauf ein, ne? Vielleicht sagt man wieder, ich hab gehört, die rote Palme. Boah, wow, der rennt immer noch rum. Die euren Kirks irgendwie heißen. Hört da einer Mucke? Was soll denn das? Oh, eine Karte! Ein Squig! Die Namen sind immer noch sehr merkwürdig. Aber egal. So. Yeah! Wow! Kurz mal gucken. Die neuen Steine, ey. Ich kann mir vorstellen, dass ich dafür noch ein bisschen zu schwach bin. Weißt du, was ist, wenn hier wieder so eine Sandgeheimnisse gibt? Ja, Sandgeheimnisse, ihr wisst schon. Okay, ich guck erstmal, bevor ich zur roten Palme gehe, erstmal gucken. Was sind denn das für Leute, die rasten doch voll aus? Alter, was ist das denn? Geil, okay, da ist die rote Palme vielleicht doch erstmal Secret, mal gucken. Oder ist das da irgendwas, was ich noch nicht wissen kann? Mal schauen. Sie wirkt das bloß als... Ich als erfahrener Gamer finde diese Palme sehr auffällig, deswegen. Okay, ist aber absolut gar nichts.